Sonnabend, 23. Dezember um 10.30 Uhr. Wie jeden Morgen am Wochenende stehe ich auf dem Balkon, trinke einen Kaffee und genieße eine Zigarette. Oder zumindest etwas Vergleichbares. Über die Feiertage ist es sehr gut besucht, auch bei mir. Es herrscht viel Trubel, doch alles ist bereits vorbereitet. Langsam wird mir kalt. Ich gehe rein und drehe die Heizung ein wenig hoch. Sonntag, 24. Dezember um 15.54 Uhr. Heute ist Heiligabend. Mal wieder stehe ich auf dem Balkon und genieße die Aussicht. In der Wohnstube läuft der Fernseher und spielt zum dritten Mal in Folge drei Haselnüsse für Aschenputtel. Aber auch heute ist draußen mal wieder mehr los. Ich sehe die beiden Kinder meiner alten Freundin Bertha draußen spielen. Ich freue mich, dass es ihnen gut zu gehen scheint. Montag, 25. Dezember um 15.20 Uhr. Erster Weihnachtsfeiertag. Ich bin froh, dass ich es endlich nach Hause geschafft habe. Die lange Zugfahrt hat mich müde gemacht, doch ich freue mich, dass ich mich zu Hause bei meinem Vater wieder aufwärmen kann. Meine Hände kleben und ich fühle mich schmutzig. Doch jetzt ist alles wieder gut und ich kann entspannen. Dienstag, 26. Dezember, zweiter Weihnachtsfeiertag. Ich stehe auf dem Balkon und sehe den größten Teil meiner Familie beim Abreisen zu. Viele sind für heute nicht mehr und auch ich habe nicht lang Zeit. In der Mikrowelle mache ich mir das restliche Essen von gestern warm. Es gibt Soljanka mit einem Klecksschmand. Ich schmiere mir für die Abwechslung noch ein Brot. Nach dem Essen gehe ich schlafen. Hallo Vater, wenn du diese Zeilen liest, bin ich bereits unterwegs und habe einen früheren Zug genommen, damit ich nicht ganz so spät in Braunschweig ankomme. Es tut mir leid, ich hätte mich gerne noch richtig von dir verabschiedet. Es war trotzdem wieder einmal sehr schön bei dir, ich habe mich sehr gefreut. Deinen Schlüssel habe ich dir in den Flur gelegt. Liebste Grüße, dein Sohn.